und herzlich willkommen zu Metal Gear Solid Phantom Pain mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, und es ist wieder passiert. Ich habe wieder an meiner Software rumgespielt und nun muss ich nachvertonen. Und ich probiere das hier gleich mal aus bei dieser Folge. Ist ärgerlich, aber was soll's. Ah, die hatte ich noch nicht in meiner Sammlung. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich die Waffe auswählen und dieses Tier erlegen. Vermute ich mal. Na, da ist schon was Interessantes. Wir haben hier so eine kleine Nebenmission. Die nennt sich Minen beseitigen. Oh, jetzt habe ich es erwischt. Jetzt schleiche ich da mal hin. Und ich denke mal, ich werde jetzt mit dem Fulton das entsorgen. In meiner Station. Wir haben ja unseren privaten Tierpark. Ah, da ist noch ein bisschen Wermut. Und da ist noch ein bisschen Wermut. Und noch ein Wermut. Oh, heute Abend saufen wir ein. So, was jetzt? Auf der Karte nachschauen, da muss ich hin. Neben den Finderölfield. Ah, da sind auch noch so eine anderen sammelbaren Objekte. Und ach, das ist immer so ein bisschen schwer zu steuern mit der Maus. Die ist wie eingerastet, die Dingens hier, die Markierung. Ja, ich bin aber richtig. Ich habe bloß die Karte gedreht. Das ist mir eben aufgefallen. Ich drehe die Karte öfter noch. Macht euch keine Gedanken. So, jetzt habe ich sie richtig gedreht. Jetzt mache ich sie größer und jetzt ist alles gut. Und jetzt brauche ich die Dinger bloß finden, das sind Karotten übrigens. Ah, ist alles anstrengend. Nein, du musst noch ein Stück laufen. Lauf mal noch ein Stück. Noch ein kleines Stück, Snake. Das schaffst du. Hoffentlich klappt das jetzt hier mit meiner Aufnehmerei. Ich habe eigentlich Mono-Aufnahme ausgewählt. Da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht bin ich auch nur auf einen Kanal zu hören. Dann beiße ich irgendwo rein. Aber das ist jetzt auch egal. Ich ziehe das jetzt erstmal durch. So. Ich glaube, ich kann in dem Programm dann nachher auch das einstellen. Indem ich rendere. Jetzt musst du da hinten hinstürzen. Das war mir zu weit. Eine kleine Markierung. Genau. Und gucken, da müssen wir hin. Ja, das habe ich doch nicht getan. Ich dachte, ich hätte jetzt die doch noch ein bisschen gestreichelt. Warum laufe ich denn jetzt nicht? Ach, stimmt. Zu Beginn der Folge war ich etwas verwirrt von der Steuerung, weil ich das auch schon länger nicht gespielt habe und ich mich immer mit den Tasten irgendwie getan hatte. Meine Feinmotorik war noch nicht ganz wieder da, wo sie hin sollte. Ein paar Ausfälle. Passiert mal. Was habe ich denn jetzt vor? Ich wollte nachschauen. Wegen dem Ton. Der war mir dann doch ein bisschen zu laut. Aber jetzt ist es ja auch kein Thema. Jetzt habe ich das ja getrennt. Ja, das werde ich jetzt auch bald immer so machen. Mann, das nervt. Aber das Problem ist, ich kann das nicht so richtig starten und stoppen gleichzeitig. Naja, ich hätte mir das da bloß nicht verstellen brauchen. Der Hintergrund ist, ich laufe ja noch ein bisschen. Der Hintergrund ist, ich habe ja noch immer meine kleinen Hüstellichkeiten und es wäre schön, wenn ich das stumm schalten könnte. Ich habe leider nur ein USB-Mikrofon. Ist ja auch alles irgendwo eine Preisfrage. Jetzt sind wir aber im Missionsgebiet. Neben Mission Minenräumung. Da ist noch nichts. Du bist noch weit weg. Da steht 180 Meter. Lauf mal noch ein bisschen. Snake, du sollst laufen. Er guckt. Ja, guck mal noch dichter. Ja, guck. Und lauf. Naja, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich in die Minen reinlaufe. Vollkommen unberechtigt. Na, nu? Was jetzt? Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier überlege. Ach, deswegen. Ach so. Ja, das war ein bisschen sehr früh. 160 Meter noch, Snake. Ich hatte das dann noch nicht so ganz geschnallt. Aber Didok hat er mir eben angezeigt. Das habe ich gesehen. Interessant, interessant. Hauptsache, das klappt jetzt hier.
Ich habe das sonst immer mit Magix aufgenommen, aber naja, das gefällt mir nicht so gut. Das ist hier jetzt etwas besser, wenn ich das so mache. Ja, da gucke ich jetzt schon mal. Da ist eine Straße. Die könnte vermint sein. Ich kenne diese Mission ja natürlich noch nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, was da auf mich zukommt. Und dann guckt man lieber einmal öfter. Aua. Da hat D-Log die erste Landmine gefunden. Und die suche ich jetzt. Ah, guck mal da, das rote. Guck, guck, guck. Mach größer. Da, siehst du? Da, 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 da. Diese Dinger, das sind die Landminen. Diese rot gezackten. Und die sind noch weit weg. Ich war ein wenig verunsichert. Wie man sieht, ach du Scheiße. Oh Mann. Wenn man das jetzt nochmal so betrachtet, fragt man sich natürlich, ich weiß ja jetzt, wie es weitergeht, was man da getan hat. Und ich habe mir immer Steine gesucht, weil ich gedacht habe, auf Steinen werden wohl schlecht versteckte Minen sein. Das sind übrigens Minen, die ich auch habe, die ich aber noch nicht... Entwicklungsteam hat Level 20? Schön. Ach, ein Gewitter. Wie schön. Das regnet übrigens noch ziemlich oft in dieser Session. Marker placed. Marker removed. Ja, da war ich so schlau und habe mir das mal markiert, damit ich dann mal weiß, wo ich hinlaufen muss. Und ich glaube hier mal, war mir dann nachher auch klar, dass sich das nur hier um dieses Objekt handelt. Da habe ich überlegt, ob die Viecher da reinlaufen. Da sieht man das schon bei dem Fass. Da, seht ihr den roten Schein? Das war die erste Mine. Und entschärfen tue ich wieder ganz normal mit Knarre. Nein, so schaltet man nicht das Fernglas ein. So schaltet man das Fernglas ein. Ja. Warum ich jetzt auf die Karte geguckt habe, weiß ich nicht. Aber D-Log hat noch mehr Minen gefunden. Und da wollte ich auf den Stein klettern und habe mich davor hingeschmissen. Und stecke jetzt mit dem Kopf drin. Ja, die Tiere waren ein wenig verwirrt. Ich hätte das auch betäuben können. Warum habe ich das eigentlich nicht getan? Na gut, ich hatte die Mission im Sinn. Da ist eine Mine. Pass auf da. Aha. Da habe ich auch was entdeckt. Jetzt langsam mal. Oh, mein armer Hund. Der arme D-Log. Böses Tier. Da habe ich entdeckt, dieses SDM ist das Zeichen dafür, wie fit der Schalldämpfer noch ist. Die verbrauchen sich ja hier. Wahrscheinlich sind die aus Papier oder so. Keine Ahnung. Das war Mine 3 von 8. Da ist die nächste. 4 von 8. Da ist die nächste. 5 von 8. Sind da hinten beim Haus sind noch welche? Wartet, wartet, wartet. Da, genau. Genau, genau, genau. Oh, das war eine etwas döllere Explosion. Und jetzt ist noch die... Das sind 7 von 8. Jetzt ist nur noch eine. Diese da. Da bleibe ich natürlich dicht daneben stehen, so wie sich das gehört. Und wir haben es geschafft. 8 von 8. Minenräumung 3 abgeschlossen. 9000 GMP. Ich habe übrigens GMP-Punkte-Mangel im Moment. Ja, kann ich nicht ändern. Ja. Ach so, hier bin ich dann zum Luftkommando zurückgekehrt, weil mir das so blöd war, jetzt dahin zu laufen. Einfach so. Geht ja auch gleich weiter. So, und das sind schon, dann habe ich gesehen, dass da schon wieder neue Nebenoperationen sind. Und auch gemeint, dass ich nicht unbedingt noch welche machen möchte in Afghanistan. Da ist eine Gefangenenrettung. Habe ich kurz überlegt, aber nein. Aber das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Session machen. Und ich habe ganz schön lange überlegt, ne? Jetzt habe ich, ja, den Braunbären, das weiß ich noch nicht. Das ist in Afghanistan und hier war die Panzerdings, ist auch in Angola. Das könnte man dann auch mal machen.
gibt dir immerhin ordentlich Punkte. Den Waffenschmied haben wir geholt. Die Materialcontainer kann ich nicht holen. Mir fehlt ja immer noch der Falten, also die richtige Ausbaustufe. Und deswegen wollte ich diese Mission machen, weil da gibt es einen Fallenspezialisten, einen Transportspezialisten und den G44-Bauplan. Und die Aufgabe ist, hier vier D-Walker auszuschalten. Das Mission-Gebiet ist ganz schön klein, das macht aber nichts. Hier sind viele kleine Stützpunkte zu sehen, insgesamt vier Stück. Dann kriege ich das LZ nicht ausgewählt. Da muss man drücken. Irgendwie ging das nicht. Weiß ich auch nicht. Und die werde ich, oder wollte ich mir dann auch anschauen. Ja. Wird das noch was heute? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles erzählt habe. Mist. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt nicht gedrückt habe. Drück mal. Das dauert ganz schön lange. Ah, na, endlich. So. Munition habe ich gelassen. C4 brauche ich. Ich hatte erst überlegt, ob ich den Raketenwerfer mitnehme. Oder Granatenwerfer. Nee, Raketen sind das ja. Aber ich habe es dann bleiben lassen, was eigentlich sich dann auch als ganz gut herausstellte. Und den Einsatz wollte ich nicht abbrechen. Ich wollte die Mission starten zur aktuellen Zeit, so wie sich das gehört. Weil wir haben ungefähr, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten um. Kann ich das hier irgendwo sehen? Na, nee, kann ich nicht sehen. Doch, 11 Minuten. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich noch ein bisschen aufnehmen. Spuren der Phantome. So, mit Snake und Boss, this contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. The PF at Ditati Abandoned Village has been supplied with Walker Gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them, extract them, whatever you see fit. This just might get us closer to the Walker Gear supplier, Cypher. Good luck, Boss. Ja, für die Sicherung der Walker Gears, oder Gear, nee, wie hat er gesagt? Walker Gears, ne? Oder die Walker, wie sie ja bei den Diamond Dogs heißen, brauche ich auch wieder diese Erweiterung oder diese Verbesserung des Falten- oder Fultenballons und die habe ich. Also bleibt mir da nicht viel übrig, als, es ist schon wieder weg, ja, auf der Krankenstation, die Dinger kaputt zu machen. Ja. Die Dockheilpflanze gefunden. Ich gucke jetzt erstmal, wo diese olle Pflanze ist, aber die ist da hinten am. Jetzt habe ich schon wieder alles verstellt. Das kann ich gut, ne? Die Heilpflanzen hat er entdeckt. Ja, da wäre ich ja aus dem Missionsgebiet raus. So, und den Posten. Ah, jetzt habe ich gesehen, dass ich. Ja, das ist irgendwie so eine Nachtsicht oder sowas, ne? Da habe ich so entdeckt, dass man da auch ein bisschen umschalten kann. Was ja auch interessant ist. So, das entdecke ich aber bestimmt nochmal. Die Doc pieselt mir einen vor. Das ist auch schön. So, ich kann... Achso, ich habe Hubschrauber ausgewählt. Deswegen kann ich natürlich keine Markierung setzen. Nicht entfernen. Nein, setzen, entfernen. Gut. Jetzt hast du es richtig gemacht. Fein. So, können wir denn da jetzt mal hin? Du kannst laufen. Du kannst schnell laufen. Schnell! Aber wollte ich wohl nicht. Ah, ich wollte doch. Ich habe auch erstmal wieder einen Punkt gesucht. Erstmal, im ersten Moment dachte ich, man könnte da oben rauf. Ist ja ein schönes Plateau, hat man gute Aussicht. Weil dort werden ja bestimmt auch wieder ein paar Freunde sein. Nur Wildtiere. Da sieht man schon einen Teil des Schützpunktes. Unbemannt, wie man erkennt. Ah, der Effekt ist ja geil, wenn man durchguckt und diese Unschärfe und Unschärfebereiche, das ist schön, wie das heutzutage in Spielen umgesetzt ist. Ja, hier habe ich wieder auf Space gedrückt. Das ist die Schmeißsprungtaste. Ich wollte natürlich da raufklettern. Man muss an der richtigen Stelle raufklettern, sonst kann man nicht raufklettern. Das ist halt so.
So, wo willst du jetzt eigentlich hin? Da musst du hingucken. So, na, ich habe einen erhöhten Standpunkt gesucht. Da sehe ich den ersten Kameraden. Und den nehmen wir, glaube ich, auch mit. Jawohl. Und da ist noch ein Turm. Da ist aber nichts zu sehen. Da steht doch noch einer. Ja, Analysis complete. Ja, der ist besonders interessant, weil der hat ungeahnte Fähigkeiten. Aber da war meiner Meinung nach noch ein dritter. Den sehe ich jetzt hier aber nicht. Ich habe, glaube ich, die Position gewechselt. Weil man da besser schauen konnte. Ach so, da wollte ich auch mal in den Turm reingucken, ob der besetzt ist. War er nicht. Ich bin der Meinung, die waren zu dritt. Die Doc schlägt aber auf so eine großen Entfernung noch nicht an. Aber ich habe ihn auch deswegen mitgenommen, weil er ja so wirklich wunderbar die Doc, die Gegner erschnüffelt und markiert. Und man die dann auch sieht. Das ist natürlich schön. Da seht ihr, da war der dritte Mann. Da beim A. Aber erstmal hat mich der Freund C hier vorne interessiert. Den wollten wir doch haben. Der steht da so schön einsam. Ja, der Ehrgeiz ist ja natürlich erstmal da zu wissen, was man denn da so gefunden hat. Jetzt müsste es aber eigentlich gehen. Aber ich habe mich nicht mehr getraut, glaube ich. Ich habe mir dann auch gedacht, ich vielleicht erstmal den da ranholen. Ja, das ist gut. Durch die ganze Markiererei sieht man natürlich nicht so viel. Ich weiß jetzt nicht, ob der zu mir schaut oder wegschaut. Er schaut natürlich zu mir. Ach, der hat gequalmt. Guck mal, der hat die Kippe ausgetreten. Das hatte ich ja noch gar nicht gesehen. Na, mit dem Fangkäfig. Ich wollte die haben, genau. Aber brauchte ich nicht. Da habe ich die Waffe total verstellt. Guckt euch das mal an. Das Ding wollte ich, genau. Einmal Rückwärtsgang. Ja, die Steuerung im Kriegsmodus ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Man muss immer in der Linie Arsch-Kopf über Snake schauen, dann haut die Steuerung exakt hin. Du hast den Schleichanzug. Und ich kann sie jetzt befragen. Ich habe hier Übersetzer, zwei Stück. The map has been updated. So, einmal schlafen. Ja, ja. So, aufladen. Jetzt kann ich aufladen. Das dauert immer einen Moment. Das stört natürlich. In der Situation... Ja, da hatte ich das Gefühl, naja, vielleicht haben sie Big Boss aus dem Englischen übernommen, denn die sprechen hier eigentlich Sanskrit. Ich weiß das gar nicht mehr so genau, was sie für eine Sprache sprechen. Na, egal. So... Wird jetzt einmal ein Abflug gestartet. In Speed. Haha. Jetzt sind die beiden da vorne noch. Ja, ich synchronisiere das jetzt nach. Das sind vier Folgen. Das geht nun wirklich nicht. Und darunter ist ja eben... Ja, genau. Da ist ja auch diese Hauptmission hier gewesen. Und das geht ja nicht. Bei Nebenmissionen, okay, Pech gehabt. Aber das kann ich nicht machen. Da würde ja dann doch ein bisschen was fehlen. Ja, das Geschütz kann ich leider nicht mitnehmen, wegen der blöden Plane. Da ist aber noch ein Mörser. Hier ist auch eine Kiste zum Verstecken, die habe ich aber nicht gebraucht. Da habe ich, den habe ich schon markiert, habe ich gerade gesehen. Das war mein B. Alles gut gemacht. Marker removed. Dieses A habe ich weggemacht, weil mir das einfach zu viele Markierungen waren. Dann stehen die beiden Typen da aber auf dem Haufen. Das ist natürlich nicht so schön. Und der ist auch nicht so unbedingt wichtig. Also ich kann sagen, ich glaube, ich habe nach dieser Mission 8. Waren das 8? K
Kameraden mit A. Ne, 10 waren das Kameraden mit A. Und 11 Kameraden mit B. Nur durch Extraktion. Also ich habe ordentlich Personal geholt. Ein C war dann noch dabei. Das kann ich ja schon verraten. Das wird man ja dann auch sehen. Jetzt habe ich gespoilert. Oh weia.